The Oasis of Negeb is a four-day journey into the Great Sand Desert. A settlement of merchants flourished there and built a beautiful palace. Over the years, the warring and the decadence of the merchant rulers brought about their downfall. The oasis was abandoned by all except a few nomad shepherds. Recently, however, the enemy has established itself in this place in a bid to control access to the Rub al-Jeb Desert and the volcanic forge of Shathra. Hey, hey, nochmal Episode 8, dem ich mich letztes Mal ein bisschen verzwirbelt hatte, welche Episode das ist. So, Oase von Negeb, nichts Spannendes. Zweigeteilt, wir gucken, dass wir durch den ersten Teil schnell durchkommen, weil da passiert nichts Spannendes. Wir haben eine Rune, wir haben einen Schlüssel, wenn mich nicht alles täuscht. Und haben vor allen Dingen an dem Dub da reingeschlagen. Waffentechnik geht hier, glaube ich, nicht allzu viel für den Zwerg. Ich glaube, es war der Doppelstreitkolben. Bin mir nicht ganz sicher. Stellt sich raus, wenn wir da sind. Ist mehr so ein Barbaren-Level waffentechnisch. Na komm, kleiner Kerl. Ganz eilig, habe ich gesagt. So, so, so. Beeilen wir uns. Ich bin eh schon spät dran. Das Video hier hätte schon lang online sein sollen. Gerade viel zu tun. Die ganzen 1000 Stunden Wilderness-Content durchwursteln. Bevor das Video online geht. So, Eisaxt weg. Die wollte ich eigentlich letztes Level schon wegschmeißen. Jetzt liegt sie hier in der Wüste, da ist sie gut aufgehoben. So, wenn wir reinkommen, direkt nach rechts. Links können wir uns schenken. Hier gibt es nur überall ein bisschen was zu essen. Da wollen wir fix durch. Ich sag hier am Anfang, das sieht sehr verwirrend aus. Ich meine, ich mag das hier und die Architektur hier eigentlich ganz gern. Ist mal wieder was anderes. Bisschen orientalisch, dass da hier so eine Wüstenhandelsstadt. Lustig von der Idee her. Bisschen lässig, hier sind ein Haufen Bogenschützen, die alle so 10, 15 HP haben und Level 1 sind. Das Spiel denkt wirklich, ich würde einen Bogen auspacken und auf die schießen. Hat das Spiel sich aber leider geirrt. Wir gehen hier kurz in Deckung, da müsste ein Ork irgendwo sein. Okay, der scheint sich gerade verdünnisiert zu haben. Das Level hier sieht genauso wie die anderen Level erstmal recht kompliziert aus, wenn man einsteigt. Ist aber eigentlich recht linear. Man geht das Level hier nur einfach ein paar Mal ab insgesamt. Weil man Schlüssel bekommt diesmal, die man nicht benutzen sollte, wenn man sie bekommt. Die Kamera hat gerade ein bisschen festgehangen. Sonst stirbt man nämlich, wenn man diese Schlüssel benutzt. Kanonisch ist das hier das Ende vom Ritter in dem Level. Also wenn den Ritter selbst nicht spielt, dann stirbt er hier. Ansonsten ist es, glaube ich, die Amazone. Das haut mich dann nicht mehr zusammen. Rüstung und so gibt es hier keine, wenn ich mich nicht ganz irre. So, das hier sieht nicht so aus, als könnte man da hoch. Kann man aber. Auch wenn das ungefähr dreimal so hoch ist wie der Zwerg. Schwebt er da einfach hoch. Bonk. Das ist das Geräusch, dass der Ritter stirbt, wenn mich nicht alles täuscht. Sargon, mein Dude. Bleib nicht so lange in der Sauna. Und ja, wenn man jetzt gierig sein will, kann man da hochgehen, diesen Schlüssel holen und auch sterben. Viel Spaß dabei. Hat ja bis jetzt noch nicht lange gedauert, das Level. So, hier peitschen wir kurz durch. Ich habe keine Lust, hier von 1000 Bogenschützen geschossen zu werden, während ich zwei Orks töte. Der Typ da hinter uns schießt hier sehr, sehr weit in diesen Tunnel rein. Deshalb immer noch weiter bis in Schlangenlinien, bis nach hinten durch. Wow, Trommelmusik. Ich bin hier gerade so. Wenn ich das hier noch großartig meine Zwergkettenhemdchen durchschlagen könnten, man muss ja trotzdem nicht übertreiben. Außerdem gibt es hier mehr als genug Tränke, also kein Stress. Level hier ist jetzt natürlich ein bisschen einfacher, weil man das vor den anderen beiden Leveln hätte spielen können. Also vor der Burg und dem Eislevel. Das ist, glaube ich, ein Rundgang. Hallo.
Das Level hier ist deswegen ein bisschen verwirrend. Also wir sind jetzt hier. Wir haben unten die Möglichkeit, einen Schlüssel zu holen, wobei wir sterben. Wir machen hier einen Rundgang auf, der für wirklich nichts da ist, außer um wieder ganz am Anfang zu sein. Man kann hier jetzt also dann ein bisschen Essen zusammenschnorren oder so. Was man nicht wirklich braucht. Wobei, jetzt wo ich gerade über nachdenke, ist hier ein Trank um die Ecke. Heavy Maze. Irgendwas war hier doch. Aha. Na, sag Wurst. Also, nicht hier lang gehen. Hier kommen wir wieder zurück zum Eingang. Ich sage jetzt aber, dass die Map hier ein bisschen wirr. Wir haben jetzt einen Schlüssel, an dem wir nicht kommen. Wir haben hier einen Rundgang, der nutzlos ist. Wir wollen hier lang weiter. So, und dann kann man nämlich diese Säule hier einschlagen. Dots. Und da kann man auch theoretisch durch, wenn man nicht so ein fetter Zwerg ist. Den Tausender da lassen wir kurz liegen, dass wir vorne gegen den Golem gekämpft haben. Hier ist das Posterschwert, das vorne auf dem Cover drauf ist. Komm, versuch mich zu schlagen. Und wie ich heute spiele, verpasst du mir auch ein paar. Ja, na klar, verpasst du mir ein paar. Kurz Ausdauer volllaufen lassen. Hier der Anfang geht schnell. Vom zweiten Teil kann es sogar sein, dass ich mal abspeichern muss. Sachen gibt. Weil da komme ich selbst mal ein bisschen wirr, wie man hier an die Rune drankommt. Also haben wir Level hier eine Rune und einen Schlüssel. Vorletztes Runenlevel. Dann haben wir die Dinge auch alle hinter uns. So, einsäckeln, Axt wieder raus. Das Schwert lassen wir da stecken, kann jemand anders ziehen, ich nicht. Was hat's gegeben, den Golem-Schlüssel? Jetzt wieder kurz nachdenken, ich glaube, wir müssen rundlaufen. Wir sind nämlich schon mal am Golem-Schloss vorbeigekommen. Ah genau, jetzt sind wir hier, da wo ich eben gerade aus Versehen reingerannt bin, um den Bogenschützen aus dem Weg zu gehen. Geht jetzt hier einmal rund, hier wieder runter, nicht in den Rücken schießen lassen. Und dann schließen wir hier auf. Klick, klack. Duschen hier rein. War schon gut designt, das Level. Ich meine, nur weil man ein paar Mal in derselben Gegend rumhängt, ist das ja noch lange nicht schlecht gemacht, wenn das alles vernünftig ineinander übergeht. So, den Mann halbieren wir mal. Au, Ambush! Jetzt die Schläfte vor einem Fuß. So, wo sind wir hier? Großer Raum mit nichts. Ich höre jemanden schnaufen. Opa, ich hab schon springen. Hab hier 50er Heimdränge dabei, wollt ihr mich platzen? So, einfach hier drüben weiter, Treppe hoch. In die Pfütze, den Hebel ziehen. Ich muss ja mal kurz gucken. Ah, genau. Hier ist der Yara-Schlüssel, den brauchen wir. Geht sonst nirgendwo hin, nicht? Nee. Zombies. Gratis XP. So, nachdem ich diesmal nicht vorgedreht habe und das Video hier quasi live rauskommt, einen Tag nachdem ich es abends aufgenommen habe, kann ich noch ein bisschen über meine Community-Tab-Umfragen reden. Die Deepak Galactic-Umfrage nach den neuen Hauptwaffen ist ein bisschen sitzen geblieben, da bin ich aber selbst dran schuld. Ich habe nicht wirklich neuen Deepak-Content hochgezogen, kann man nichts machen. Ich wollte mal gucken, wo es hier hingeht. Ich glaube nirgendwo nämlich. Ach, warte, hier geht's dahin, wo ich hin will. Ich hatte gefragt, welche von den neuen vier Hauptwaffen die beste ist. Habe mich über die Waffe vom Driller beschwert. Natürlich hat dann deswegen jemand auf die Drillerwaffe geklickt, nur um mich zu ärgern. Was ist denn hier?
Ach da, jetzt weiß ich, wo ich bin. Okay, okay. Nee, dann ist das hier falsch, wo es hier durchgeht. Dann ist das nur wieder ein Rundgang, so wie die ganzen anderen tausende Rundgänge. Nein, also laut meiner Umfrage ist die Gunnerwaffe die beste. Den Plasma-Carbine vom Scout von niemand so lustig. Angie Smart Rifle finde ich okay. Die wird immer noch jedes Mal gebufft, weil die 1000 Bucks hat. So, jetzt kurz hierzu. Bevor man hier irgendwas macht. Wir haben den Yara-Schlüssel, den jetzt nicht benutzen, sonst passieren komische Dinge. Rest sind Pepperoni, kleiner Ritter. Wir nehmen den Artisi-Schlüssel. Gucken den Jungs da oben zu, die die Sauna andrehen. Die freuen sich ein bisschen zu sehr darauf, dass ich drauf gehe. So, man muss hier unten Schaden nehmen. Also gucken, dass man ein bisschen HP übrig hat. Direkt Yara-Schlüssel aufmachen. Und dann hat sich die Sache auch. Also man nimmt weniger als 1000 Damage, wenn man sich beeilt. Der 1000er Trank, der oben stand, reicht dafür also. So, hier raus. Jetzt kurz mal nicht verlaufen. Und da kommen wir. Also hier durch. Hier entlang pezen. Hier in den Tunnel rein. Nicht anschießen lassen. So, wir wollen nach wo? Nach da, wo wir gegen den Golem gekämpft haben. Das müsste da sein. So, abschließen. Und damit wäre der erste Teil vom Level auch schon fertig. Zap, zap. Und im zweiten Teil, der ein bisschen rätselorientierter ist, weil man da in diese komische Höhle reinkommt und man da wirklich ein bisschen aufpassen muss, damit man die Rune nicht verpasst. Muss ich kurz überlegen, wo wir hier sind. Das hier ist unten, genau. Da ein Full Life, den lassen wir liegen. Hier kommen wir nämlich später nochmal vorbei. So, es geht hier nach oben. Schnapp, 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 schnapp. Treppe hoch. Nee, das war nix. Wer da einen Trank? Da hatten wir ein Schild und der kassiert gerade ganz schön. 3000 immer noch. Seit den 1000 hier gar nicht mehr, weil ich ganz scheiße spiele. Ist also kurz zu den Waffen. War nichts Überraschendes für mich. Gunnerwaffe hat gewonnen. Ist auch mit die beste von den vier, denke ich. Die Drillerwaffe ist einfach nur eine Enttäuschung. Die ist jetzt nochmal gebufft worden, aber ich glaube nicht, dass sie nochmal gut wird. Ich denke, der Flammenwerfer ist aber noch am besten. Mit Nische für die Eiskanone, wo man da drauf steht. So, hier kann man rüber. Nach links, man kann hier hochklettern, springen. Das ist eine Ritterwaffe da drüben, die man jetzt, glaube ich, auch nicht mehr braucht. Aber wenn mich nicht alles täuscht, geht das hier später nochmal auf, das Zeug. So, wo wir wirklich hinwollen, ist hier runter. Ich werde schon mal kurz warnen. Hier müsste es zwei Wege geben. Einmal müsste man das hier einschlagen können, mit den Power Potion da drüben. Wir haben aber noch einen, deshalb nehmen wir den jetzt nicht mit. So. Dann muss man hier unten, ich zeige kurz Orientierung, vor dem großen Tor nach rechts die Wand einschlagen. Bonk. Dann kommt man in dieses komische, in diesen Mausoleumsbereich hier unten. Man kann es hier auch sehen tatsächlich. Wenn man den anderen Weg gefunden hat, kann man hier durchgucken und verstehen, dass es hier wahrscheinlich weitergeht. So, hier ist jetzt ein bisschen kompliziert. Kann sein, dass ich mich hier eins normal verlaufe. Aber letztes Mal, wie ich das hier vorspielen wollte, bin ich aus Versehen runtergefallen und war dann tot. Also, wer einfach nur weiter will, geht hier drüber und springt da runter. Ansonsten muss man hier üben entlang. Und nach hier vorne rein. So, ich speichere hier gleich mal, weil hier bin ich nur schon ein paar Mal runtergefallen, weil der Charakter manchmal nicht so springt, wie man sich das vorstellt. Und dann komische Dinge passieren können. So, hier auf den komischen Dingern ein bisschen aufpassen. Das Spiel ist nicht wirklich dafür gemacht, um einen hier auf diesen ganzen Dingern zu supporten. So, wir drehen hier eine Runde und gehen dann erst zurück. Warum habe ich nicht mehr so ganz auf dem Schirm, aber ich weiß, dass man es machen musste. Man kann so weit springen. Letztes Mal habe ich es aber nicht geschafft. Deshalb
bereits erwähnt, speichere ich mal kurz. Einer meiner wenigen Saves in dem Playthrough hier. Abgesehen von dem Save, das ich am Anfang von dem Level habe. Okay, diesmal hat es funktioniert. Letztes Mal bin ich einfach gefallen, unten aufgeschlagen und all meine Arme und Beine sind von mir geplatzt. War eine Riesenparty. So, hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Wir wollen weiter nach unten. Ich glaube einfach nur, um diesen Aufzug da hinten zu aktivieren. Warum, weiß ich aber tatsächlich nicht mehr ganz. Ich weiß, dass ich das letzte Mal gemacht habe. Da geht es auch nochmal runter, da wollen wir aber nicht lang. Wir wollen einfach den Weg hier durchgehen und dann den Aufzug hochfahren. Unterwegs ein paar Minotauren töten. Und 1000er Potion. Hat sich ja schon gelohnt. Auch wenn hier anscheinend ein Barbar sein letztes Feuerchen angemacht hat. Hey, hey, ich sehe dich da um die Ecke. Ich muss hier noch ein 1000er Potion looten. Joink. Oh, der Große kommt auch, ne? Hallo. Bisschen eng hier unten, ich weiß, aber er hat schon Respekt vor der Axt hier. Nicht vergessen, dass wir oben noch den Full Life Potion vor der Tür liegen haben. Und den Rest müssen wir mal so dran kriegen. Job. Der Arm gehört jetzt mir. Hier runter. Ja, und dann Aufzug an und wieder hoch. So, dem aufmerksamen Zuschauer ist vielleicht aufgefallen, dass meine HP sich verändert haben. Ich bin tatsächlich vorne runtergefallen und musste nochmal kurz neu laden. Also mit den D-Brock Galaktik-Waffen war ich durch. Ich weiß nicht, wer auf die Sludge Pump gedrückt hat für den Driller, aber ich weiß, dass du derselbe Kerl bist, der auch gesagt hat, dass Stronghold Warlords das beste Stronghold ist. Ich hab dich im Auge. Ich bin auch ziemlich sicher, dass du der Typ bist, der behauptet hat, dass es okay ist, dass Fall Guys einen Epic Games Account haben will mit Season 6. Ich will erstmal rausfinden, wie ich wieder rauskomme. Ich hab's gerade versucht und bin runtergefallen. Muss ich in die hinspringen nochmal, damit ich da rüberkomme? Bin ich hier nicht auch irgendwo runter? Das ist ja der falsche Weg. Da bin ich gerade runtergefallen, als ich es versucht habe. Ganz ruhig, ich komme schon wieder irgendwie raus. Ob das so richtig war, kann ich jetzt nicht sagen, aber... Ich habe mich einfach mal getraut und bin nicht gestorben, also cool. So, dann geht's hier runter. Man kann springen von der anderen Seite. Man kann hier aber auch einfach droppen. Also hier wollen wir nämlich eigentlich wirklich hin. Der Aufzug hier ist ein bisschen fiddelig. Man muss bis hinten an die Wand durchlaufen, damit der fährt. Also der ist nicht kaputt oder so. Eine Vollgas-Umfrage, wie bereits erwähnt. Ich habe hier ein bisschen Sachen von Vollgas auf dem Channel. Ich fand es eigentlich immer ganz lustig, das zu spielen. Aber hey, ich erstelle keinen Epic Games Account, damit ich auf Steam Vollgas spielen kann. So, kommen wir hoch, wir machen die große Tür auf. Hier oben geht dann jetzt auch alles auf. Bin jetzt da raus. Hier üben rein. Hier kriegen wir ein Ritterschwert, das hier schon lange überfällig ist. Keine Ahnung, wo das Ding hier rumliegt. Ja, kurz überlegen, ob ich nicht unten irgendwas vergessen habe. Falls ich unten irgendwas vergessen habe, muss ich da wohl nochmal hin zurückschneiden und dann sehen wir uns hier wieder. Ansonsten trinke ich jetzt den Full Life. Den anderen von hier unten mit. Das ist das einzige Level, das mich wirklich extrem verwirrt, immer wenn ich hier bin, mit der Rune. Amazonenwaffe.
weiß, dass ich den Aufzug da unten für irgendwas aktiviert habe. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wofür. So, richtig. Wir sind jetzt hier oben, über diesem Puzzle-Dings. Musste man hier drauf schießen? Genau, da oben. Klassisches Runendingsbums. So, ich muss kurz gucken, ob sie noch irgendwas gegeben hat. Also ich bin gerade wirklich ein bisschen durcheinander. Ich weiß, dass es unten noch ein Puzzle gibt, das man machen sollte. Aber wir wollen hier oben den Runenstein holen. Zu dem wollen wir jetzt aber noch nicht rüber, weil sonst geht es nämlich einfach weiter. Das Puzzle unten ist eigentlich ganz lustig. Na gut, wir gehen erstmal die Rune holen. Wenn ich danach Probleme mit dem Puzzle habe, dann ist es wohl leider... Nein, es ist... Ich bin mir ziemlich sicher, dass man das Puzzle zuerst macht, weil hier geht ein Weg runter, der danach wieder aufgeht, wo man unten war. Ist noch ein Hebel und alles. Dafür habe ich den Aufzug angemacht. Ja, aber hier hätte man auch anders hingekonnt. Bisschen schwierig alles. Also das Puzzle hier ist recht einfach. Man geht hier im Zickzack die Dinger ab. Da zeigt einem das hier jetzt einmal, wie es richtig ist. Und dann muss man es noch einmal alleine machen. Sieben großes Zickzack. Einmal Zickzack hin, einmal Zickzack zurück. Genau hinschauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, die Richtung. Hier ist ein kleiner Golem-Freund dahinter. Da kommt ein paar noch mal nach mir. Nicht treffen, sonst noch mehr hauen. So. 1. Zwei. Und im Zickzack zurück. 4. Nicht zerquetschen lassen. 5. Und der letzte unten.
Der ist mit Schalldämpfer. Jetzt müsste die Tür hier offen sein. Jep, jep. So, wenn man da jetzt weitergeht, dann hat man leider die Rune vertan. Irgendwas mache ich hier gerade. Ich bin ein bisschen wirr. Weil oben ist nämlich das Runending und da wollen wir noch hin. Ich weiß nicht, ob es hier unten nicht irgendwas gegeben hat. Es geht nach unten weiter, genau, genau. Da wollen wir dann gleich hin. Erst nochmal zurück nach oben zu der Rune. So, wir sind wieder oben. Die Rune. Ja, die Rune. Diesmal müssen wir ein bisschen Bogen schießen, kann man nichts gegen machen. So wie es ist. Ist aber nicht besonders schwierig im Endeffekt. Bogen raus, Armor gibt sie üben. Wenn wir uns da drauf stellen, gehen hier so Todeslaseraugen an und dann muss man die Schalter abschießen. Man hat recht viel Zeit dafür, also kein Stress. Man muss in der Mitte stehen bleiben, man darf sich nicht bewegen, sonst funktioniert die Sache nämlich nicht. Wie sonst auch, schön weit vorbeischießen. Mittlerweile sollte man das ja gut genug können. Denn man hat hier wirklich lange Zeit. Dann hat sich die Sache auch recht fix. Die zwei Todesaugen erschießen einen dann nichts, sondern schießen auf was anderes. Und unsere vorletzte Rune. Darkness and wickedness overshadowed the aura of light and virtue that enveloped the earth. About the fight between Avestas and Archontes, and the expulsion of the opponents. Ich habe immer noch das Gefühl, ich hätte irgendwas falsch gemacht. Ich glaube, wir hätten zuerst unten durchgehen müssen. Aber naja. Nicht springen, das ist nicht so hoch, oder? Ich habe irgendwie das Gefühl, uns fehlt jetzt was, wenn wir den Weg hier gehen. Hallo? Keine Angst, es wird nicht besser, es wird dann noch schlimmer. Sobald man erstmal in diese komische Vulkanschmiede gekommen ist, wo der eine Ring geschmiedet wurde, kann sich ja noch mehr darüber aufregen. So, jetzt nochmal. Ich bin doch jetzt da, wo ich hingekommen wäre, wenn ich gesprungen wäre. Das heißt, das ganze Rätselgelöse war wirklich nur zum Spaß gewesen. Man könnte doch einfach die Rune machen und drauf scheißen, wenn ich mich gerade nicht hier wirklich irre. Ja, dann tut's mir leid, dass ihr euch den ganzen Mist hier angucken musstet. Da sagt der Double Maze. Erst verabschieden wir uns vom Warhammer. Tschüss, Warhammer. Freundschaft mit Warhammer ist vorbei. Double Mace ist mein neuer bester Freund. So, wir haben einmal oben und einmal oben unten. Zack, zack. Eine echte Combo für den Zwerg. Wow. Gab es hier einen 500er? Hat der zweite Teil ungefähr 5 Mal so lange gedauert wie der erste. Wir könnten schon lange hier raus sein, wenn ich mich nicht so arg verlaufen hätte. Tut mir leid, tut mir leid. Dafür konnte ich ein bisschen nur um meine Umfragen reden. Fired Gaming in den Community-Tab reingehen. Ist lustig da. Ich spring da nicht rüber, obwohl ich versucht bin. Ich will an meinen Umfragen teilnehmen. Ich rede dann hier in dem Format darüber. Wobei ich wahrscheinlich Blade of Darkness in nächster Zeit ein bisschen schneller abspiele. Weil viele neue Projekte kommen. Abgesehen von Wilder Myths, das dauert noch einen Moment.
ja am ersten auch Dings raus. Wartales. Habe ich heute gesehen, dass es ein Dings DLC für Tales of Iron gibt. Das geht hoffentlich dann nächste Woche direkt weiter, je nachdem, wie mein Bruder Zeit hat. Viel zu tun, also viel zu tun. Und nicht die Waffen wechseln. Ich hatte wegen dem Waffenwechseln mitten im Schlag abgebrochen, aber schön die Ausdauer verbraucht. Freut mich. Schönes Ding, voll vorbeigesammelt. Ich will immer den Double Mace ausprobieren. Das war ein Schlag nach vorne und dann da oben unten Kombo oder so ein Krempel. Das hat trotzdem nur einmal getroffen. Braucht aber nicht ganz so viel Ausdauer. Irgendwie sind alle Zwergenwaffen eine Zeitverschwendung, sobald man erstmal die Killer-Ex hat. Wo ist mein ganzes Heal hin? Hallo? Oh, egal, wir sind sowieso jetzt raus hier. Wir können da reingehen. Das Level ist dann quasi fertig. Man kann hier nach links und rechts. Ich schaue mir die Sachen kurz an. Ich meine, es gibt hier eine Giftwaffe für jemanden? Den Barbaren? Schau mal, aber hier liegt dann noch irgendwo ein Heiltrank rum. Hier aufpassen, dass man hier nicht nur runterfällt kurz vor knapp. Ich mag das Level hier nicht besonders. Und die Sache mit diesem Rätsel irritiert mich immer. Ich vergesse immer, was man zuerst mal hat, Rune oder Rätsel. Dann kann man hier alle 20 Meter irgendwo in den Tod stürzen. Und wenn man nicht die ganze Zeit speichert. Das ist eine richtig geile Textur auf der Wand hier. So als hätte ich nicht damit gerechnet, dass jemand hier hinterkommt. Wenn man nicht die ganze Zeit speichert, das ist schon lästig, wenn man irgendwo runterfällt. Weil Springen in dem Spiel ist halt nicht wirklich geil. Aber das hatten wir schon ein paar Mal, das Problem. Kommst du da mal von dem Abgrund weg? Ich habe keine Lust, mich umzubringen. Okay, du. Nein, tu's nicht. Sagen, du hast noch so viel im Leben vor, aber du bist ein Skelett. Okay, wir beobachten ihn einfach eine Weile. Er will sich umbringen. Können wir ihm dabei helfen? Anscheinend nicht. Okay, jetzt komm mal runter, Mann. Komm mal runter. So, Schluss jetzt. So, hier ist die Giftwaffe, von der ich gesprochen habe. Es ist tatsächlich für den Barbaren in Full Life, das ist doch nett. Nicht, dass das irgendwie einen Unterschied macht. Ich meine, der Boss macht uns sowieso relativ wenig Schaden. Und sobald wir die Level Transition haben, ist das Heal Day wieder voll. Aber hey, und ein Combat Sword, nice. So, da hinten rum ist die andere Seite. Die kann man auch noch abgehen. Ich bin ziemlich sicher, dass es da auch noch irgendwas total Spannendes gibt, was ich jetzt aber nicht noch holen gehe, weil das andere ist ein weiter Sprung, wo man so einen Millimeter-Sprung mit Zwerg machen muss. Gott verdammt, und der war mir gerade schon zu gefährlich. Ich habe keine Lust, direkt so mit meinen Zehenspitzen da anzukommen, wo ich hin will. Weil da muss man nämlich hier hinrennen, direkt vorne auf dem Spitzchen springen und wenn man Glück hat, kommt man drüben an. Und es kann da nichts geben, was ich noch gebrauchen kann. Ich habe die Rüstung an, ich habe die Axt, ich habe alle Tränke voll. Ah, hier gab es Skelette oder sowas Unsinniges als Gegner. Oh. Die haben sogar alle große Schilder. Also, zusammenfassend, ich mag die Oase von Nidjab nicht besonders. Architektur ist ganz cool und das ist auch dieses einzige verrückte, dieses Memory-Puzzle da unten, wo ich merken muss, die ganzen, ganzen Pylonen alle zu drücken sind. Aber anscheinend gab es da ja nichts Spannendes für. Dass der Aufwand, die Rune nicht zu holen, ist größer als der Aufwand, die Rune zu besorgen. So einfach den kurzen Weg gehen, gar nicht durch die Höhle vorne, die Rune holen und weiter. Euer Boss hier, ihr Nerds. Hier, Sawan, the tireless traveler and guide to Erish Kigal. Saw the light of day for the first time.
and here now rests his mortal remains. Honor to his memory, for he led the heroes of the sword and accompanied the golden gem to the temple of Al-Farum. And also he aided Nergal the smith in regaining the forge of Shathra, where during a short time they forged anew the mighty armor of the knights. Nergal watched over the black gem. Oh nein! Ein kleiner Vampir. Habe ich mich vertan, dann gibt es hier gar keinen Schlüssel. Tut mir leid, das ist ja wirklich das Deko-Level hier dann. Dann gab es hier die Rune. Die Schlüssel gibt es dann in den nächsten beiden Leveln. Da macht doch viel mehr Sinn. Ich habe das Level hier komplett verdrängt. Ich bin so durcheinander. Oh, Schluss jetzt. Was ist denn los? Kann ich den Typ dann mal treffen, bitte, damit er tot ist? Eieiei. Geht doch. Unsinniges Tänzchen hier. The enemy has taken the place and knows where the yellow and black gems are hidden. Time is of the essence in your quest. The desert of Rub al-Jeb is close, as is the dormant volcano under which the forge of Shathra lies. But who will get there first? So, das war's dann für diesmal die richtige Episode 8, Oase von Nejeb. Entschuldigung, dass ich Level so extrem verdrängt habe. Wir haben die Rune gefunden, wir haben Infos gekriegt über die letzten beiden Schlüssel, die fehlen. Nächste Episode ist Tempel von Al-Farum. Die Schmiede von Kshatra ist das Level, das ich auf jeden Fall mit dem Ritter dann als nächstes spielen würde. Also mit dem Ritter wäre ich sowieso hier oben rumgegangen, weil die Schmiede von Kshatra die große Ritterrüstung hat. Ist aber hier in dem Fall das letzte Level, das wir spielen, bevor es in den Tempel geht. Danke fürs Zuschauen, liken, abonnieren nicht vergessen, auch wenn die Episode hier überall war, aber nicht da, wo sie sein sollte. Nächstes Mal halt besser.